Ich denke, eine nationale Kampagne am 23. März ist sehr, sehr wichtig, weil im Bereich der sexuellen Belästigung ein Hauptproblem darin besteht, dass die Leute letztendlich zu wenig sensibilisiert sind und es klarerweise darauf ankommt, dass man Aufklärungsarbeit leistet, dass man den Menschen an der Uni signalisiert, wir sind da, wir hören euch zu und wir handeln. Sexuelle Belästigung findet eben nicht nur in bestimmten Bereichen statt, sondern gibt es in ganz unterschiedlichen Kontexten, auch an Hochschulen oder Bildungsstätten. Das ist auch nicht irgendwie eine Frage des Bildungsniveaus, ob sexuelle Belästigung stattfindet. Ich denke, gerade an Hochschulen haben wir mitunter auch das Problem, dass wir starke Machtstrukturen haben, dass wir Abhängigkeitsverhältnisse typischerweise haben und insofern denke ich, muss man gerade bei Hochschulen eben genau hinsehen und überlegen, wie man mit solchen Formen von sexueller Belästigung umgehen will. Wenn es um die Frage geht, wie wir mit beteiligten Personen in einem Verfahren an der Hochschule umgehen, also sowohl Opfer als auch beschuldigte Personen, ist es fundamental, dass wir uns am Prinzip der Fairness orientieren. Und damit meine ich insbesondere, dass man eben sowohl das Opfer anhört, als auch die beschuldigte Person anhört, dass beide eine Vertrauensperson haben, mit der sie sich austauschen können, dass ihnen das rechtliche Gehör gewährt wird. Ich denke, es ist wichtig, dass dieser Kampagnentag nicht nur einmal stattfindet, sondern auch in den nächsten Jahren wiederholt wird, weil sexuelle Belästigung ist nicht ein Thema, das man mit einem Tag erledigen kann, sondern etwas, was uns auch in den nächsten Jahren an den Hochschulen beschäftigen wird. Und darüber sollten wir im Gespräch bleiben.